Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Mein Name ist Yadi Alex, aka Alex. Wir sind hier im Haushalt Weiß unterwegs. Und ja, dann geht's jetzt hier erstmal zur Nachtruhe. Alles schläft hier ganz, ganz ruhig. Draußen gewittert und regnet es immer noch. Und bald fängt auch der Winter an, also in ein paar Stunden dürfte das Symbol dann hier auch umschlagen. Umschalten, nicht umschlagen. Ja. Du müsstest gleich noch ein bisschen kratzen, Misha. Wieso ist jetzt... Nein, du wirst mit Sicherheit nicht rangehen, während du schläfst, Igor. Ihr werdet jetzt nämlich schön weiter schlafen. Oder ist hier gerade ein Einbrecher unterwegs? Ne, ich kann noch ins Kaufmenü. Also kein Einbrecher. Ich höre auch keine Musik, also alles gut. So, Misha, du bist jetzt schön hier jetzt schon schön am Kratzen. Da sieht ihr, es ist Winter. In 7 Tagen haben wir Frühling. Aber hier schalte ich mal eben die Lichter an. Ich mag das, wenn im Flur die Lichter noch so ein bisschen an sind. Dann sieht das nämlich von draußen so aus, als wäre jemand zu Hause. Oder als wäre jemand wach. Ich meine, überall anders hier ist das Licht ja anscheinend auch angeblieben, also... Na egal. Kratzen tust du ja noch fein, fein. Und dann würde ich vorschlagen, kannst du hier noch ein bisschen mit Dingen spielen. Mit der Maus da. Ihr werdet sicherlich noch ein bisschen schlafen. Genau, bis 4.30 Uhr. Beide, sehr schön. Da kann ich für Igor schon mal anfangen zu planen. Du gehst erst duschen. Dann kannst du es säubern. Und dann kannst du... Frühstücken gehen. Der Rest der Essen von den Apfelpfannkuchen. So, sehr schön. Ich mag es, Misha beim Spielen zuzuschauen. So ein schöner Kater einfach. Auf diesem plüschigen Fell. Was wir allerdings machen müssen, ist, dass wir uns endlich ein zweites Haustier anlegen. Auf einem Teich schlafen gehen. Nein. Dass wir endlich... Und dass wir uns endlich ein zweites Haustier zulegen, denn, ja, sonst ist Misha hin und wieder ganz alleine. Und dann könnten wir, wenn wir zwei Haustiere haben, könnten wir uns die gegenseitig dann, sich in gegenseitige Interaktionen, ne, du musst auch erst duschen gehen, Katrin. Ach Gottchen. Nee, nicht säubern gehen. Du gehst jetzt nur duschen. Ich hoffe nur, dass du es tust und die Dusche nicht zu dreckig ist. Sonst haben wir nämlich ein Problemchen. So. Oh, du gehst sogar duschen. Sehr gut. Kannst auch direkt noch das Bett hinterher machen und dann kannst du ja auch dein Frühstück abholen. Reste essen, Apfelpfannkuchen. Und dann massiert dich Igor nachher auch. Dann sind auch deine Rückenschmerzen weg. Dann gehst du erst säubern und dann machst du auch das Bettchen fertig. Und danach massiert dich Igor. Das wirst du auch nicht machen. Du wirst jetzt eher erst dann auf die Toilette gehen und dann Bett machen und säubern. Joa. Soweit sieht auch bei Igor eigentlich alles... Es regnet anscheinend immer noch und gewittert. Jetzt ist da mal der Blitz eingeschlagen. Ist aber ganz gut, was da draußen los, muss ich sagen. Also das ist wirklich nicht mehr angenehm, das Wetter. Und dann könntest auch du noch eine kriminaltechnische Analyse durchführen, noch ein bisschen Geld verdienen. Kann ja nicht schaden. Irgendwie ruckelt das Spiel heute ein bisschen. Das ist ein bisschen schade. Und du machst einfach ein bisschen herumrennen. Du könntest auch mal ein bisschen was essen. Aus Napf fressen. Aufräumen. Und dann würde ich sogar auch, vorschlagen... Wo ist denn das? Mehr
Tier aus Tierheim adoptieren. Können wir auch mal einfach so ein bisschen machen. Mal gucken, was es da Schönes gibt. Danach kannst du auch ein bisschen arbeiten. So, Eva, dann leg mal einen Zahn zu. Also, was wollen wir denn adoptieren für ein Tierchen? Noch mal eine Katze, ein Kater oder ein Hündchen? Gucken, was gibt's denn hier? Ein Pferd jetzt eher weniger, weil dafür müssten wir wieder viel, viel Geld ausgeben. Also, von den Hunden möchte ich jetzt erst recht keinen adoptieren, weil die sehen überhaupt nicht schön aus. Und von den Katzen finde ich jetzt auch keinen so schön. Ich werde zwischen den Folgen mal eine Katze gestalten im Create a Sim-Modus und die dann hier auch hinzufügen einfach. Denn das ist, wie ich finde, einfach ein bisschen einfacher. So. Okay, du bist jetzt hiermit noch beschäftigt. Und dann müssen wir auch mal schauen, was jetzt mit Katrin noch heute Schönes machen. Weil jetzt nach draußen gehen ist immer noch nicht schön. Nee, nichts kaufen aktuell. Ja, ja, dreckige Umgebung, aber das wird ja gleich besser. Der Rest ist ja noch sauber. Okay. Kochen Band 1 kannst du erst nochmal so ein bisschen lesen, einfach um ein bisschen reinzukommen. Igor ist ja noch fleißigst am Arbeiten. Und Katrin setzt sich an die Bar, um zu lesen, auch gut. Aber nun gut, nun gut. Dann lassen wir sie einfach mal. Ich glaube, davon mache ich auch mal eben einen Screenshot. Das ist gut. Bis 7 Uhr musst du das nur lesen, also nur ein paar Minütchen. Dann hast du nämlich auch schon Level 2 erreicht. Und dann kannst du es nochmal lesen bis Level 3 theoretisch, aber das dauert mir jetzt, müsstest du 7 Stunden lesen. Kannst du lieber Gartenarbeit ein bisschen lesen, da ein bisschen weiterkommen. Misha geht sich nochmal ein bisschen verstecken, sehr schön. Und dann wird Igor, denke ich, gleich mal eben seine Arbeit kurz unterbrechen und loben für ordentlich sein, benutzendes Klos. Zuneigung umarmen, Zuneigung streicheln, Zuneigung Schmatzer, Zuneigung Leckerchen. Denn sozial ist bei Misha wieder ein bisschen runtergegangen, leider. Katrin und Igor müssen wir auch noch mal ein bisschen miteinander interagieren lassen. Ich finde das so süß, immer mit dem Kater. Oh, das ist so süß einfach. Müssen wir mal gucken, was wir mit den beiden noch so Schönes machen können, aber uns wird sicherlich noch irgendwas einfallen, so ist es ja nicht. Lies mal, oder lies, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so hier der Deutsch-Crack. Was ist denn los, Igor? Bist doch sauber genug. Geh mal ran. Wer möchte denn was von dir? Ah, Gourmet-Zutaten. Bringe 4 sehr gute Früchte oder Gemüse zu Beverly Castor, um ein wenig Geld zu verdienen. Das können wir natürlich sofort machen. Da war sehr gut. Öffnen, Kopfsalat. Ist das jetzt besser? Ja. Bringen wir mal die sehr guten zu ihm. Sehr gut und sehr gut. Damit hätten wir das schon gemacht. 4 sehr gute Ernte abliefern. Wenn du zurückkommst, kannst du damit Misha ein bisschen weitermachen einfach.
So, Igor, dann sehr gute Ernte abliefern. Mach das mal. Katrin liest hier oben noch. Igor fährt jetzt los mit seinem guten Schlitten. Schön mit Sirene natürlich. Stilecht. Mischa kratzt noch ein bisschen. Okay. Oder dann auch wieder ein bisschen spielen mit. Igor ist anscheinend schon da. Sehr gut. Ich höre Musik. Über Stern Igors reden wir. Wir wollten eigentlich die sehr gute Ernte abliefern, aber egal. Simoleons, das ist natürlich in Ordnung, freundlich, kennenlernen, Komplimente über Haus machen, nach Karriere fragen, plaudern und ein bisschen tratschen. Dann können wir nämlich Beverly auch ein bisschen kennenlernen. Machen wir auch mal ein bisschen schneller hier fortlaufen. Ah, Beverly ist ein Snob. Sehr gut. Soll mich nicht stören. Aha, Beverly ist also die reiche Hausfrau von nebenan. Wohnt hier jemand drin? Nein. Schade. Ich hatte gedacht, dass vielleicht wieder jemand eingezogen wäre, aber dem ist anscheinend nicht so. Hier mit der Lincoln Becker sollten wir eigentlich auch nochmal wieder ein bisschen quatschen. Und was gibt's dieses Mal Besonderes? Ah, wusstest du, dass Lincoln Becker Unmengen von Geld besitzt? Ja, das, naja. Kennenlernen, über Gartenarbeit reden, über den Regen reden und danach ganz auf nach Hause gehen. Du bist hier noch gut am Lesen. Misha ist hier gut am Spielen. Also alles wie eh und je. Joa. Was können wir denn heute an diesem wunderbaren Sonntag noch machen? Ich denke, dass Igor noch ein bisschen lesen kann, einfach malen. Klein, ein bisschen malen üben kann auch nicht schaden. Ne, erst machen wir es hier weiterführen und dann kannst du malen. So, dann lass das auch ein bisschen schneller laufen. Perfekt, würde ich mal sagen. Komm, geh mal weg hier. Geh noch mal ein bisschen kratzen, Misha. Achso, du hast das Spielzeug kaputt gemacht. Na wunderbar. Muss mich mal gucken, wo ich noch andere Spielzeuge herkriege. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt aus dem Stegreif wisst, wo man Spielzeuge für Katzen noch herkriegt. Weil ich meine, dass man die nicht im Supermarkt kaufen kann. Ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich irgendwo eine gute Website, wo man das einsehen kann. Und was ist jetzt? Jetzt hast du keine Lust mehr. Achso, jetzt gehst du auf Bett schlafen. Das ist sehr gut. Kannst ja auch machen. Nee. Nee. Festtagsbeleuchtung müsste sogar eigentlich schon kleben bei uns am Haus. Okay, anscheinend nicht. Aber bei uns im alten Haus hingen die ja schon. Festtagsbeleuchtung für das Haus. Hängend. Auch mal blau. So, die Wände wieder alle richtig einblenden. Hier vorne, wer räumt denn hier nie diese Zeitungen weg? Also, mit Sicherheit hast du die Zeitungen nie wieder nicht mal wieder nicht weggeräumt. Aber nun ja. Immer das Gleiche mit dir. So, 1,4.000 haben wir mittlerweile zusammen. Das ist schon mal wunderschön. Allerdings brauchen wir noch ein bisschen mehr. Also, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir auch Waschmaschine und Trockner hinstellen könnten. Mal gucken, vielleicht müssen wir doch noch irgendwo ein bisschen was anbauen.
Mal schauen, mal schauen. Also uns wird da mit Sicherheit schon was einfallen. So ist es nicht. Du bist noch ein bisschen beschäftigt. Du bist gleich fertig um 14 Uhr. Aber das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller laufen. So, das dauert doch noch bis 14:30 Uhr anscheinend. So, Igor hat mal wieder 1000 Simoleons erarbeitet. Das ist natürlich wunderschön. 14 Uhr war angedacht, 15 Uhr haben wir mittlerweile. Super Spiel. Super Zeiteinschätzung. Perfekt. Level 6 hat sie nun erreicht und kann Band 2 nicht mehr lesen. Kannst du denn Band 2 lesen? Ja, du kannst doch, weil du bist erst Level 4. Du malst sie jetzt ein fleißig vor dich hin. Genau, säubern kannst du mal machen. Nee, das nicht. Davon wollte ich jetzt auch keinen fangen. Dann stellen wir Band 2 erst einmal wieder zurück. Kannst du auch noch kochen, Band 1 lesen. Dann wird das nämlich auch noch ein bisschen besser. So, jetzt haben wir wieder beide an der Arbeit. Wie ich gerade sehe, hat Katrin Hunger bekommen. Abendessen servieren. Machen wir mal einen wunderbaren Herbstsalat. Einfach mal, um zu gucken, ob das gut wird. Igor ist auch fast fertig mit seinem kleinen Gemälde. 72 Simoleons. Das Gemälde finde ich jetzt nicht so schön. Das können wir sofort verkaufen. Dann warten wir mal eben, bis Katrin fertig ist mit dem Bad. Das ist jetzt. Achso, säubern. Ja, dann säuber das erstmal. Nee, da kann ich mir auch gar nicht angucken. Das ist wirklich. Das ist wirklich bar. Das ist wirklich, wirklich bar. Joa. Jetzt kannst du es benutzen. Und bis du fertig bist, hat Katrin auch sicherlich das Abendessen fertig zubereitet. Ich spule mal eben ein kleines Stückchen vor. BZ will, dass die Zeit einfach schneller fortlaufen. Kannst ja auch in die Küche kommen und jetzt auch ein Tellerchen davon nehmen. Das erste Kind bekommen 5000. Hängen wir das mal da rein und das hängen wir mal da rein. Was ist das? Ja, Herbst dazu bereiten und. Nö. Finde ich jetzt nicht so atemberaubend. Was du auch machen kannst, du kannst dich hier mal hinsetzen. Dann können wir euch zwei nämlich gleich noch ein bisschen ans Reden schicken, einfach. Das brauchst du heute mal nicht aufräumen. Das mache ich für dich. Igor backt sich seinen Weg zurecht. Geht jetzt auch einfach durch Katrin durch. Na wunderbar. Fürs Kochen bedanken. Das finde ich gut, dass man das mittlerweile auch kann. Beide sind auch schon ein bisschen müde. Machen wir mal nach Tagfragen. Verstehe ich jetzt nicht, was ihr beide wollt. Auf Sofa knuddeln. Das möchte ich mir jetzt aber nochmal angucken, ja? Oh. Finde ich gut. Das finde ich schön. Über die Kälte reden. Dann keine Gruppe gründen. Noch ein bisschen tratschen. So, ihr geht jetzt beide ins Bett, denn das hat heute anscheinend nicht so wirklich viel Sinn. So, jetzt habe ich. So. Ja, dann kommt mal, Kinders. Legt euch auch mal ins Bettchen.
Aber was ich vorschlagen würde, dass ich sogar einen Hund hinzufüge, dann können wir den nämlich auch. Dann sehen wir auch gleich noch eine neue Tierart. Katrin hat Mischa offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Sie möchte Mischa eine Freundschaft fürs Leben schließen. Das machen wir natürlich auf jeden Fall. Och nee. Och nee, muss es denn sein? Kämpfen. Und du rufst sofort die Polizei an. So, Dienst, Polizei anrufen. Komm, hau rein. Erstmal die Polizei anrufen. Ich hoffe nur, dass Igor die Oberhand behält. Und dafür verschwindet er auch schon wieder. Da ist die Polizei, die kommt natürlich. Ja, jetzt sag nicht, dass wir für diesen Scheißeinsatz hier bezahlen müssen. Da werde ich aber grantig. Wofür habe ich denn jetzt 10 Dollar ausgegeben? Och nee. Achso, okay, ich dachte schon, dass wir jetzt für diesen Kackeinsatz hier Geld bezahlen müssten. Dann würde ich aber echt grantig werden. Dann würde ich echt wirklich grantig werden. Kannst du weiter schlafen hier. Ist das ein Dreck, ey. Und du? Das Gute, jetzt kommen die nämlich nicht sofort wieder, die Einbrecher. Das heißt, die warten jetzt erst so ein bisschen, bis sie wiederkommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Wieso wollt ihr denn jetzt bis 7 Uhr unbedingt schlafen? So viel zu lange. Aber die Folge ist vorbei. Ja, ich danke euch natürlich wie immer recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich fände es auch sehr cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäret. Und natürlich vergesst den Kommentar nicht, in welchem ihr mir sagt, wo ich denn Spielzeug herkriegen kann. Wäre ich euch sehr dankbar für. Und zwischen den Folgen erstelle ich mal kurz so einen Hund. Davon lade ich dann einfach einen Screenshot eben bei Twitter hoch. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.